Ich trinke erstmal einen Kaffee, bevor ich mit der Gartenarbeit loslege. Und hier drin ist das braune Gold des Gärtners. Also bleibt mal dran. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin's wie immer, die Andrea, und heute dreht sich alles um den Kaffeesatz. Ich will euch einiges erzählen, wo ihr das anwenden könnt. Und ja, bleibt mal dran, wird es spannend und voll interessant. Also, der liebe gute Kaffeesatz, den hat eigentlich jeder, der Kaffeetrinker ist. Ob nur jetzt im Filter, in der Filtermaschine oder im Kaffeeautomat, überall ist Kaffee drin, Kaffeesatz. Und den muss man wirklich nicht wegschmeißen, weil das ist wirklich ein richtig schönes Gold für den Garten. Und Kaffeesatz kann man an ganz viele Pflanzen dran machen. Alle Pflanzen, die sauer lieben, dort kommt Kaffeesatz dran. Kaffee hat ja eine bestimmte Kaffeesäure, und Säure und sauer ist eine Verbindung da. Also ist diese Säure vom gebrühten Kaffee total optimal für viele, viele Pflanzen im Garten. Kaffeesatz hat sehr viele, also Stickstoff, Phosphor, Kalium und noch andere Mineralien. Und zum Beispiel Beerensträucher wie die Heidelbeere, also Heidelbeeren im Garten hat, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren. Diese Beeren, die brauchen halt einen sauren Boden, und das ist das Optimale mit dem Kaffee, was man da erreicht. Klar, man kann in den Baumarkt gehen und einen Karton Bärendünger kaufen, aber ich sage mir immer, Natur ist Natur, und ich bin ja da sowieso ein bisschen geizig, also was das angeht. Ich schwöre lieber auf die Natur und tue mich da auch belesen und arbeite da lieber kostenlos, also geldfrei. Klar, den Kaffee habe ich irgendwann mal gekauft. Der Kaffeesatz, der würde weggeschmissen werden und der hätte keine Verwendung mehr. Und so bringe ich den im Garten ein, und dadurch wird auch noch die Erde schön locker. Und also Kaffeesatz ist eigentlich, muss im Garten. Das könnt ihr euch auf die Fahne schreiben oder auch nicht, wenn ihr sagt, nee, Kaffeesatz, da, ach, das Aufheben und ach nee und überhaupt, das ist ihm viel zu kompliziert und viel zu anstrengend. Dann ist es so, aber ich nehme den Kaffeesatz wirklich gerne für sehr viele Pflanzen. Und fangen wir mal an mit den Erdbeeren, oder? Weil die Erdbeeren, die sind jetzt die ersten Beeren, die blühen werden. Und Erdbeeren muss man düngen, bevor die in die Blüte kommen. Und bevor man den Kaffeesatz aufbringt, muss man natürlich auch das Unkraut entfernen, weil sonst düngt man ja auch das Unkraut mit. Der Frank, der streut da den Kaffeesatz von oben drauf. Das ist nicht schlimm, ihr könnt euch auch hinhocken und das direkt um die Pflanze rundherum streuen und einkrellern. Aber wenn ihr das zum Beispiel drauf streut, dann tut der Regen sein Übriges, der spült das von den Blättern weg und spült das dann auch ins Erdreich rein. Es sind ja nicht nur die Beeren, die sauren Boden brauchen, es gibt auch sehr viele Ziersträucher, die auch einen sauren Boden brauchen. Fangen wir mal an. Also den kann ich für Rhododendron, für die Christrose, für meine Lebensbäume, für meine Hortensie, für meine Beeren. Für alles kann ich den nehmen. Und ich sag mir, der Kaffee ist allrounder. Also ich gehe jetzt durch meinen Garten und werde mal ein bisschen was düngen. Also ihr könnt mich ja begleiten, dann müsst ihr das Video weiter anschauen. Also da düngen wir als allererstes mal den Rhododendron. Ihr braucht nicht viel Rhododendron oder viel Kaffeesatz. Ihr nehmt euch einfach eine Handvoll und streut das einfach nur so ganz leicht rundherum. Einfach einkramen, einrechen, einkrallern, wie auch immer, was ihr für Instrumente habt.
Und wichtig ist, bevor die Blüte erscheint, beziehungsweise bevor der Rhododendron aufblüht oder blüht, sollte der gedüngt werden. Natürlich könnt ihr den Kaffee jetzt nicht so nass, wie er ist, aus der Filtertüte zum Beispiel nehmen. Ihr müsst ihn wirklich, ein kleiner Eimer, wo der Deckel offen ist, auf dem Balkon oder auf der Terrasse, in eine kleine Ecke, wo der Kaffeesatz wirklich abtropfen kann, also trocken werden kann. Und dann lässt er sich wunderbar aufbringen. Und wenn der so trocknen kann, schimmelt er euch auch nicht. Und auch hier bei der Hortensie ist schon der Austrieb zu sehen. Also nehme ich mir wirklich nur eine Handvoll und streue das rundherum. Und dann tut ihr wirklich nur eure Kralle nehmen und tut das grob einarbeiten. Wenn man sich die Beschreibung auf den großen Kartons, die man sich kauft für den und für den und für den Pflanze, für die, die und die Pflanze, dann liest man ja, dass man nur zu bestimmten Zeiten düngen soll. Aber wenn ihr Kaffeesatz verwendet und ihr habt mal wieder eine Schüssel voll, ich zeige euch die nächste Schüssel, die ist voll Kaffeesatz. Also das dauert bei uns wirklich nicht lange, also so eine große Schüssel dauert schon eine Woche. Aber den könnt ihr wirklich das ganze Jahr an eure Pflanzen dran streuen. Umso vitaler wird eure Pflanze, umso grüner wird eure Pflanze, umso reichhaltiger wird die blühen. Und da muss man auch nicht aufpassen, jetzt wann muss man die Pflanzen eigentlich düngen? Und da muss man nachdenken und überlegen, das kann man das ganze Jahr an seine Pflanzen dran streuen. Also ich habe jetzt ein Telefonat geführt mit dem Guido, ich hoffe, ich darf deinen Namen hier erwähnen in dem Video. Und da habe ich zum Beispiel zu ihm gesagt, wenn du Moos im Rasen hast, dann ist Kaffeesatz wirklich das A und O, was deinem Rasen Gutes tun sollst. Und das Moos im Rasen will diese Säure vom Kaffee überhaupt nicht haben. Also wird sich das verdünnisieren und wird sich aus eurem Garten machen und auch am Ende aus eurem Rasen verschwinden. Selbst Zimmerpflanzen könnt ihr mit Kaffeesatz düngen. Müsst ihr auch wieder aufpassen, wer das mag und wer das nicht mag. Oder aber, wenn ihr zum Beispiel zu viel Kaffee gekocht habt, das hat man manchmal, wenn man eine Feierlichkeit hat, hat man zu viel Kaffee gekocht. Den Kaffee, den lasst ihr kalt werden, den schüttelt ihr nicht weg. Und den könnt ihr in flüssiger Form in eure Zimmerpflanzen gießen. Und da werdet ihr mal sehen, wie richtig sattgrün die Blätter haben. Wenn dir das heutige Video gefallen hat über den Kaffeesatz, dann lass es mich wissen, indem du mir einen kleinen Daumen nach oben gibst, kannst die Glocke aktivieren, verpasst du keine Videos mehr von mir. In diesem Sinne, macht's gut, eure Andrea.